Es folgt ein Silvestergruß vom Mimoto Bärle. Hallo, ein gutes Neues und so. Ich bin eigentlich froh, wenn das Scheißjahr 2021 endlich rum ist. Den Fehler wie letztes Jahr mache ich aber nimmer. Ende 2020 habe ich gesagt, das nächste Jahr kann ja bloß besser werden, wie man sich doch irren kann. Wobei 2021 nicht bloß scheiße war. Es gab ein paar echt gute Momente. Eins davon war's Alpenbollern mit Leuten aus dem Reiseforum vom Mimoto. Bloß ich war nicht dabei. Der Hein hat mich vergessen mitzunehmen, der Depp. Ach, ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin's Mimoto Bärle. Ich bin so eine Art Maskottle vom Forum. Der Heiner Kowalski nimmt mich manchmal mit auf seine Reisen. Ich sag bloß Hein zu ihm, ist ja viel kürzer. Ende Juni hat der Schippi ins Forum geschrieben. Alpenbollern, Basis Nauders. Die Alpen werden erzittern, das Wasser im Reschensee wird Wellen schlagen, alle Lärmgeplagten werden sich umschauen. Es klingt jetzt nicht gerade sonderlich zeitgemäß, in Zeiten von Streckensperrungen wegen Motorradlärm in den Alpen rumzumbollern. Das war natürlich nicht wörtlich gemeint. Schippi hat es selber gleich relativiert. Wenn's nach ihm gehen tät, tät's keinem auffallen, weil mir die Vorurteile gar nicht erfüllen. Wir täten durch Ortschaften im Flüchtermodus und durch Kurven so flüssig fahren, dass am Kurvenausgang weniger beschleunigt werden muss. Und wir täten zum Überholen nur mäßig am Gashahn ziehen. Einfach bloß Spaß, ohne unangenehm aufzufallen. Der Name Alpenbollern geht auf eine Idee von vor ein paar Jahren zurück. Eine Pässefahrt mit mehr oder weniger ungeeigneten Old- und Youngtimern. So schon ein paar Mal praktiziert, aber das Fahrzeugalter ist mittlerweile in den Hintergrund gerückt. Gefahren wird mit egal was, Hauptsache es fährt und es macht Spaß. 2021 sollte Nauders am Reschenpass als Basis dienen. Am 1. August-Wochenend im Hotel Neue Burg hat der Schippi für uns eine Zeit lang ein paar Zimmer blocken lassen. Aber weil ich ja gar nicht dabei war, muss der Hein die Geschichte erzählen. Anfang Juli habe ich meine zweite Corona-Impfung gekriegt. Auf Ende Juli hat es mit dem Alpenbollern also ganz gut reingepasst. Der ganze Dreck mit Einreisebürokratie und Testzertifiziererei ist mir so erspart geblieben. So richtig Lust auf Moped fahren wollte bei mir aber nicht aufkommen. Meine alte runtergenudelte BMW fährt sich einfach nicht mehr gut. Und was Greta wohl zu der Spritverblemberei sagen wird? Ha, dann mache ich das Alpenbollern halt rein elektrisch. Mit einem Pedelec. Hin- und Rückfahrt mit der Bahn. Streng genommen kann man ja gar nicht mit der Bahn fahren, sondern bloß mit dem Zug auf der Eisenbahn. Man fährt ja auch nicht mit der Autobahn, sondern mit dem Auto auf der Autobahn. Aber genug der Wortklugscheißerei, ich fahre heute auf der Schwäbische Eisenbahn. Natürlich elektrisch. Ja, was ist denn das? In Ulm wird immer nur die Lok gewechselt, von Strom zu Diesel. Die Südbahn von Ulm bis Lindau ist doch erst in den letzten Jahren elektrifiziert worden. Trullala, 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 Sturk und Ulm und Biberach, Meckerbeurer, Dullesbach. Ab Lindau geht's dann wieder elektrisch weiter. Mit einem Nahverkehrszug der ÖBB nach Bregenz, von dort mit einem Railjet Express bis Landeck. Ganz ohne Diesel geht's aber auch hier nicht. Der Postbus bringt mich in unter einer Stunde hinauf nach Nauders am Reschenpass. Der Verkehrsverbund Tirol hat mir dafür einen CO2-Ausstoß von 2,41 Kilogramm ausgerechnet. Zum Vergleich, für dieselbe Strecke hätte mit dem Moped rund 4,5 Kilo CO2 zum Auspuffen ausblasen. Einen ganzen Haufen gespart. Insgesamt hat es feier auch alles ganz gut geklappt mit Bus und Bahn. Dass mein Regionalzug von DB Regio unterwegs wegen einer Türstörung erst eine halbe Stunde am Bahnhof in Bad Schussenried gestanden und später noch ganz ausgefallen ist, ist mir wurscht, weil ich genug Zeitreserve habe. Nach Lindau bin ich mit einem überfüllten und lahmarschigen Ersatzzug gekommen, wo es mir nur gut auf meinen Anschluss gereicht hat. Dafür kenne ich jetzt das Fassadendesign vom Schussenrieder Bahnhof in- und auswendig.
Mal wieder beim Essen mit den Mimottos zusammenhocken und schwätzen, das tut fei richtig gut. Gut, also halb Jahr ist das jetzt her, wo ich das letzte Mal gehabt hab. Es ist Samstag, 31. Juli 2021. Ruhe vor dem Sturm. Die Boller-Mimottos machen sich zum Bollern fertig. Ich laufe jetzt zur Ortsmitte von Nauders. Da ist das Sportgeschäft, die mir das elektrische Mountainbike ausleihen tun. Sagen wir mal so, einen Designpreis gewinne ich mit dem Bahnhofsrad heute vermutlich nicht. Aber das Ding läuft echt gut, auch im Stromsparmodus mit bloß schwacher Unterstützung. Der Motor unterstützt dann bloß so, dass ich es ohne zum Verrecken der Buckeln aufschaffe, aber dass es trotzdem nur nach richtig Sport anfühlt. Gefällt mir richtig gut. Mit meinem normalen Mountainbike hätte ich schon längst die Zunge rausgestreckt. Es hat schon auch seinen Reiz da oben. Aber an der Grenze zu Italien hört der Spaß dann auf. Die italienische Regierung verlangt eine Einreiseanmeldung. Egal wieso und wie lange man einreist und egal ob man geimpft ist oder nicht. Handyempfang habe ich hier oben aber keinen. Hanna fülle ich halt den Zettel aus. Bloß was mache ich jetzt damit? Einen Briefkasten gibt's da oben keinen. Dann nehme ich den Zettel halt mit heim und schicke ihn von dort dann mit der Post hinterher. Und kaum bist du über die Grenze drüber, schifft's aus alle Kübel. Ich drehe mal eine Runde zurück nach Nauders, dort ist das Wetter auch wieder besser. Im Hotel hocke ich mit einem Sauna, ist auch was ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt habe. Samstagabend ist im Grunde eine Wiederholung von gestern, wir essen, trinken und schwätzen. Ich aber nicht so lang, ich gehe recht früh ins Nest. Seit den Impfungen bin ich immer so arg müde und brauche brutal viel Schlaf, den nehme ich mir. Am Sonntag geht's retour. Rein vom Wetter her bin ich recht froh, dass ich mich für Bus und Bahn entschieden habe. Von Nauders geht's wieder mit Diesels in Talnunder. Unten in Landeck muss ich ziemlich lang warten, bis überhaupt irgendein Zug kommt. In Innsbruck ist irgendwas passiert, das Gleis ist deswegen gesperrt. Mir ist das wurscht, hab's ja nicht eilig aus der schönen Gegend fortzukommen. Irgendwann geht's auch von hier weiter, natürlich elektrisch. Zumindest bis Lindau, ab da dann wieder mit Diesel. Wobei ich mich spontan für einen Zwischenstopp in Friedrichshafen entscheide. Hab's ja auch nicht eilig heimzukommen. Bei dem Wetter ist's auch nicht so überfüllt am Ufer vom Schwäbischen Meer. Und der Biergarten da hat was, nämlich gescheites Bier und gescheites Essen. Thank you.
Ich nehme den übernächsten Zug Richtung Stuttgart. Auf der Südbahn bis Ulm wird der Zug von der Diesellok geschoben. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass sie den Strom auf der Strecke zwar vor ein paar Wochen eingeschalten haben, aber E-Loks erst ab Dezember fahren. Bis dann wird noch rumtestet, damit auch ja nichts passiert. Auf der Schwäbischen Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen, Stuttgart, Ulm und Biberach. Meckerbeurer, Dullesbach, auf der Schwäbischen Eisenbahn, wollt ihr mal ein Bäuerle fahren, Gott, dann schallt der Luft der Hut, eu Billettle sind so gut, einen Bock hat er sich kaufet, und dass er ihm nicht verlaufet, bindet ihn der gute Mann an der hintere Wagen an. Wie der Bauer ist am Ziel und sein Böckle hole will, find er bloß nur Kopf und Seil an dem hinteren Wagenteil. Und der Bauer voller Zorne nimmt den Kopf bei beide Horne, schmeißt den Wasser, schmeißt er kann, im Kondukteur an Ranzen nah. Warum bist auch so schnell gefahren? Du musst jetzt das Schaden zahlen. Du allein bist schuld daran, dass ich jetzt keinen Bock mehr hab. Trulla, trulla, trulla la. Trulla, trulla, trulla la. Du allein bist schuld daran, dass ich jetzt keinen Bock mehr hab. Trulla, trulla, trulla la. Trulla, trulla, trulla la. Sturgut, Ulm und Biberach. Leck's mir am Arsch, ich lauf mein Sach. Ich fand das Wochenende super. Und viel Geld haben die Billettle für die Eisenbahn auch nicht gekostet. Wenn man Geld spart, freut sich der Schwab. Ach so, jetzt weiß ich das auch. Der Hein ist damals gar nicht mit dem Moped nach Nauders gereist. Naja, dann ist's doch bloß halb so wild, dass ich nicht dabei war. Aber abends mit den Mimotos und denen ihre Mimoto-Bärle zusammenhocken und ein Schwätzle halten, das hätte ich schon gern gehabt. Naja, nächstes Mal halt wieder. Also, macht's gut, wir sehen uns. Und nicht vergessen, den Daumen hoch anklicken fürs Video. Und das Übliche halt, Kanal abonnieren. Und auch wenn ich nicht weiß, was das mit der scheiß Glocke immer soll, das heißt, man soll da auch draufdrücken, damit man nichts verpasst. Muss selber wissen, was du tust. Ich kenn mich mit dem YouTube-Scheiß nicht so aus.